Herzlich willkommen zurück zu Digimon Masters Online. Ja, ich habe mir den Jogress, Patamon und Amadillomon geholt. Leider nur 3 von 5, weil für mehr als mehr haben meine Punkte nicht gereicht. Jetzt habe ich... Nebenbei, wo ich das hier mache, erzähle ich noch ein bisschen was. Ja, da kann ich eben erstmal zum Dutz porten dann. Meine Time Dimension Bomb funktioniert nicht dann. Muss ich halt eine andere benutzen, nämlich die da. Kann ich mir auch gleich zur Sicherheit nach Yokohama Village porten. Ich habe mir die auf jeden Fall geholt in diesem Bundle Pack, um zu gucken, was da drin ist. Da sind 3 Evoluta drin. Die Eier halt von Patamon und Gilmon. Na, Gilmon vor allem. Patamon und Amadillomon. Und da war noch irgendwas drin. Ich glaube, Implication Booster. Sicher bin ich mir da nicht. Auf jeden Fall besteht die erste Quest da drin. Oder die. Man muss erstmal Amadillomon und Patamon auf Level 25 bringen. Und man darf auf keinen Fall Mega freischalten. Bei Ultra bin ich mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall muss man dann ja, zu Kalumon gehen. Wie immer. Mit Kalumon dann reden. Und sagen, pass mal auf, Kollege. Der sagt dann wie immer, eure Aufgabe. Ich habe die jetzt für Patamon und Amadillomon schon angenommen, doch ich wollte euch als erstes mal Amadillomon zeigen. Und wo ich gerade hier bin, kann ich auch gleich die 12 Generals für September abgeben. Dann benutze ich mal das Item, dann habe ich wieder Platz. Wenn ich es finde. Da oben. So, jetzt habe ich das auch. Dann kann ich da oben irgendwas hinpacken. Erstmal die Coins. Ja, mein Inventar ist ein bisschen voll. Und wie ihr seht, die Digitamamon-Shops hauen voll rein. Alle haben Glück. Nur ich hatte immer noch keinen und ich hätte gern so viel zu verkaufen. Weil ich auch pleite bin. Remove Dark Tower. 300M, das hat's gemacht. Mal gucken. Remove Dark Tower 2. Dark Tower is located at Frozen Ground in Glacier Carlo Uses. Bla bla. Remove Dark Tower B. Collect Dark Tower B is broken. Ja, in Frozen Ground. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir uns mal gemeinsam auf den Weg nach Frozen Ground. Ich wechsle dafür mal mein Wemon. Weil Fliegen geht dann doch etwas schneller. Ich habe mir schon hier ein paar Karten vorgekauft. Ich bin mir nicht sicher, um die nicht zu verschwenden, weil ich jetzt echt nahezu pleite bin, möchte ich dann erst noch abwarten, bevor ich die einsetze. Ich heiße, ich werde mich selbst schlau machen. Ich werde lesen, machen. Notfalls werde ich auch Videos gucken, um herauszufinden, wie ich die Quest am besten und optimalsten abschließe. Falls da wieder so ein Mist rauskommt wie mit Alphamon, töte 25.000 Dexdoro Greymon oder Dorogamon. Das ist mir Shakumon nicht wert. Alphamon ist stark, aber Shakumon soll wohl nur ein Verteidiger sein. Der soll nicht mal großen Angriff haben. Das wäre mir echt zu doof. So, Frozen Ground ist natürlich am anderen Ende dieser Map. Wie sollte es auch anders sein? Ich habe Ewigkeiten gebraucht, um den ersten Dark Tower zu finden. Ich hoffe, bin einfach dran vorbeigeflogen. An dieser blöden Ecke habe ich nicht drauf geachtet. Ich hoffe, diesmal finde ich diese doofe Ecke dann schneller. Beziehungsweise, ich hoffe, der ist offensichtlich. Ich gucke dann als erstes mal auf die Map, wo er sein könnte. Wenn ich den nicht auf Anhieb finde, dann pausiere ich kurz das Video und zeige euch dann, wie ich da bin. Jetzt geht das hier zum Frozen Ground? Nein. Los ab, weg da. Weil ich wollte jetzt nicht noch unnötig mehr Zeit verschwenden. Und Eikel for Fun hat Argumon Classic. Natürlich ist so ein Nick erlaubt. Eikel for Fun. Was soll ich da? Ach, dazu sage ich gar nichts mehr. Aber alles, was ich jetzt sagen würde, wäre ein ziemlich dummer Spruch, der mir das Genick brechen könnte, unter anderem. Deswegen lasse ich es. So. Frozen Ground. Dark Tower, wo bist du? Ich gucke mal kurz auf die Map, wo... Okay, das ist eine offene Arena. Ich pausiere es einfach und gucke, wann ich ihn gefunden habe. Bis gleich.
Und da habe ich den Dark Tower endlich gefunden. Das hat länger gebraucht als gedacht. Der ist hier bei Hakuman zwischen den komischen zwei Steinchen da. Dann mache ich den auch mal platt. Der ist Level 70. Greift er mich überhaupt an? Jetzt mal ernsthaft. Dark Tower 2 kaputt gemacht. Und Dark Tower Piece 2. Jetzt ist nur mein Problem, dass ich kein... Sag schnell. Immer noch keine Time-Dimensionsbombe einsetzen kann. Doch, ich kann wieder so eine... Ja, okay, Yokohama Village brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kann ich erstmal einsetzen. Ah, dann teleportiere ich mich aber auch wieder zu, aus Sicherheitsgründen nicht, dass das Spiel abkackt nach Yokohama Village. Und gucke mal, was sich da jetzt ergeben hat, nachdem ich den zweiten Dark Tower kaputt gemacht habe. Wird da etwa der dritte Dark Tower kommen? Wer weiß es schon. Ich gehe davon aus. Jetzt hängt das gerade alles so ein bisschen. Und ich hoffe, das tut sich da endlich. Ah, ich habe ja noch gar nichts dazu gesagt. Ich bin mit Kaijin in einer Level, weil er bei mir... Mir bei einer Quest bei Infinity Mountain... Mountain geholfen hat. Da kann ich dann jetzt in den Dungeon rein. Die Quest war langweilig. Ich musste einfach nur 5 Milliarden Digimon töten, damit ich diese Items bekomme. Und was soll das jetzt hier? Das fühlt sich ganz stark nach einem Disconnect an. Das Geräusch kommt, dass ich durchgegangen bin. Nur viel mehr nicht. Ja. Gut. Ich pausiere nochmal das Video, bis es hier durchgeht. Das ist zu viel Zeitverschwendung gemeint. Gut, und da habe ich es endlich geschafft nach, ich glaube, 2 Minuten warten, bin ich durchgekommen. Achso, ich kann nicht tauschen, während ihr euch auf Imperialdramon reite. Dann gebe ich mal die Quest ab. Complete. Und was bekomme ich jetzt? Remove Dark Tower 3. Remove Dark Tower 3. Oh, C. Nicht 3, C. You can't use Jump Booster on Fire Island. Dark Tower C ist in Silent Forest, Fire Island. Das ist so verdammt weit weg. Wie viel Zeit habe ich noch? Na gut, um die Quest jetzt mal um 3 Dark Tower in ein Part zu packen. Oder? Mache ich die im nächsten Part? Ich glaube, ich mache die im nächsten Part. Sonst müsste ich jetzt nochmal pausieren, beziehungsweise schneiden und weitermachen. Mal gucken, wie lange braucht die Time-Dimensionsbombe. Der meinte zwar, ich kann da keine benutzen, aber... Ja, mal gucken, wa? 12 Minuten. Nein, gut, dann mache ich das im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch wenigstens etwas geholfen. Und ihr hattet auch Spaß dabei. Und ich hoffe, ihr schaut vor allem bald wieder vorbei. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Chakumon Jorgress Quest. Bis zum... Nächstes Mal.